Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Graz. Graz hat jetzt Maschinen bekommen, das ist sehr schön. Und was ich jetzt gerade noch gesehen habe, guck mal hier hinten. Oberböser, unser gutes, altes Oberböser, die brauchen auch Maschinen. Das könnte man doch im Prinzip ja so machen, dass wir im Prinzip die gleiche Strecke nutzen, die wir hier haben. Hier aber ein bisschen gucken, weil wir müssen da nicht hier unten in diesen Güterbahnhof rein, sondern müssen nach hier hinten. Und was jetzt auch neu ist, die brauchen noch Lebensmittel. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wir düsen mal hier rüber. Wir haben doch die Lebensmittelproduktion ziemlich in der Nähe von der Maschinenproduktion. Jawohl, hier, das sind die Maschinen und das hier, das sind die Lebensmittel. Wenn wir zum Beispiel hier anfangen, dass wir hier einen Zug machen, der fährt irgendwie hier rüber, da rein, holt dann noch Maschinen, dann hätten wir eine Kombi, nämlich aus Lebensmitteln und Maschinen. Das wäre doch auch was Schönes. Das würde ich gerne angehen. Das würde jetzt heißen, wir müssen mal schnell gucken. Ich glaube, hier ist alles belegt. Hier waren wir ja schon mal drin versehentlich mit dem Einzug. Ja, man müsste halt theoretisch die Gebäude abreißen. Dann könnte man hier noch ein Gleis hinmachen. Sollen wir das mal machen? Vielleicht mit den Gebäuden sogar eins rüber. Ist halt irgendwie schade. Das sieht eigentlich so schlecht nicht aus. Wenn ich hier noch ein Gleis mache, wir könnten natürlich... Lass mich mal gucken. Wie ist es denn, wenn wir hier einfach einen zweiten Bahnhof machen? Güterbahnhof, Kopf, ein Gleis... Mit der Länge müssen wir schnell gucken. Ja, das passt nicht hin. Nee, so sowieso nicht. Der müsste dann, wenn, dann kürzer sein. Nee, passt nicht. Die Gebäude müssen weg. Okay, also einmal Bagger. Zack, einmal weg. Depot weg. Gebäude weg. Die Gleise weg. Die brauchen wir so auch nicht. Zumindest dieses hier nicht. Aber das andere, das können wir hier lassen. Das führt dann in den Bahnhof rein. Gut. Wir können ja gucken, dass wir die Gebäude wieder hinmachen. Ich brauche eine Plattform. Nicht ein Gebäude, sondern... Wo haben wir es denn? Hier sind die Plattformen. Passagier brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Güterplattform. Ne, haben wir ja schon. Guck mal. Dann brauchen wir ein Gleis. Da haben wir ja schon eine Plattform dran. Sehr schön. Gleis, Gleis, Gleis. Mit Strom. Batz, Batz, Batz. Mehr geht nicht. Da hinten ist doch was im Weg. Gibt also keinen ewig langen Zug. Das ist allerdings schade. Wisst ihr was? Wir können ja mal schnell gucken, wenn ich das noch wegnehme. Das können wir installieren. Das ist ja kein Problem. Da mache ich doch glaube mal kurz Pause. Weil ich glaube, nee, das geht sogar so. Gut, können wir da laufen lassen, das Spiel. Sehr schön. Vielleicht, nee, das geht nicht, weil hier das Gleis ist. Ich habe gerade gedacht, wenn wir hier halt tatsächlich nochmal so ein Ding hinhängen. Eine Plattform, aber das geht nicht. Das muss ich eigentlich gar nicht versuchen. Nee, da komme ich nicht lang. Hier und dann hier ein längeres Gleis, dass wir das nutzen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich möchte den Zug ein bisschen länger haben. Ich möchte aber da hinten das LKW-Ding eben nicht... Kappen? Ja, da kommen wir auch nicht raus. Wie sieht's aus, wenn wir nochmal eine Plattform machen? Wildes Kameragefuchtel, sorry. Nee, wir haben den Platz hier nicht. Das geht nicht. Der ist mir ja fast ein bisschen zu kurz, der Zug. Dafür, dass der dann Lebensmittel transportiert und Maschinen. Na gut, aber wir können es nicht ändern. Oder das hier halt tatsächlich umsetzen. Kommt, wir setzen das Ding hier noch um. Machen wir doch glatt. Also, schnappen wir uns hier die Straße, Gebäude... Cargo und dann brauchen wir hier, Moment, hier Gebäude, Cargo, doch, das hat eigentlich sogar gestimmt, hier haben wir Cargo. Nehmen wir doch wieder das gleiche oder was ähnliches. Kleine kompakte LKW-Station, ja, wir machen das Teil hier hin, auf die Seite, dann ist es nicht mehr im Weg. Und dann müssen wir das natürlich noch in den Fahrplan reinnehmen, das sieht aber irgendwie merkwürdiger aus. Wenn ich das so mache, ist das besser, dann komme ich vielleicht irgendwie mit der Straße doch noch rein. So geht's. Ja, so ist okay. Das sah irgendwie vorher komisch aus mit der Straße, finde ich. Batz, einmal den hier. Da müssen wir schnell gucken. Wir haben hier folgende Linie drin. Das wären die hier. Getreide Dortmund. Das wäre dann neue Linie verwalten. Dortmund Ost geht flöten. Was ist das hier? Sehen wir gleich. So, hinzufügen. Dann fahren sie da rein. Dann haben wir das soweit. Das ist dann Dortmund Abzweig. Okay. Dann ist hier Dortmund Feierabend. Einmal weg damit. Hier wieder rein, konfigurieren und dann gibt es hier hinten eine weitere Güterplattform. Warte einmal den und was es auch noch gibt, ein Gleis. Muss ich jetzt echt nochmal hier scrollen? Ich muss. Zack. Warte, so gut, dann haben wir eine bessere, eine gesunde Länge. Und jetzt müssen wir hier eigentlich auch rauskommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Wir brauchen wieder ein Gleis, bitteschön. Ja, dann nehmen wir glatt das schnellere und gehen hier mal irgendwie ans Gleis ran, würde ich vorschlagen. Irgendwie so. Und dann halt ins Gleis rein. Ne, wisst ihr was? Wir gehen gar nicht ins Gleis rein. Wir gehen gleich hier oben hin. Würde ich vorschlagen.
dass wir das so machen. Da machen wir auch keine Weiche, nix, sondern haben wir hier. Jetzt haben wir hier halt den Damm. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber wir können ja da vorne hin. Wir folgen hier mal. Zumindest bis hier hin. Auf den Damm rauf gehen wir nicht. Das zweite Gleis folgt dann gleich. Wir gehen hier dem Damm entlang. Vielleicht sogar ein bisschen runter gehen. Und dann hier ins Gleis rein. Ja, das ist okay. Das können wir machen. Batz einmal den, batz einmal diesen. Wenn es denn funktioniert. Ne, trotzdem bauen möchte ich nicht. Ich möchte das irgendwie sauber haben. Hänge ich ja wieder die Gleise nicht zusammen. Sieht fast ein bisschen so aus. Deswegen funktioniert es gerade nicht. Ich versuche es nochmal. Ne, das ist irgendwie Mumpitz. Okay, einmal Pause. Kann nie schaden. Und dann hängen wir das hier vernünftig dran. Gleis mal ab. Dankeschön. Das richtige Gleis habe ich. Jawohl. So, jetzt müsste es doch dranhängen. Dann das wieder hier hin, damit das wieder geschlossen ist soweit. Okay, gebaut. Und jetzt müsste ich doch rauskommen. Jawohl, jetzt komme ich auch raus. Sauber, passt. Das zweite Gleis wäre dann, machen wir es doch von hier her kommend, um einen allfälligen Gelle-Effekt zu verhindern. So, einmal den. Einmal so. Und vorne gibt es eine Weiche. Jawohl. Gefällt mir jetzt schon. Das müsste doch relativ hervorragend funktionieren. Krümmung zu groß. Das ist natürlich Mist. So, gehen wir hier so rein. Ja, eine schön gestreckte Weiche. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen hier gleich die Signale. Dann haben wir die. Das ist ja keine lange Strecke. Wäre einmal hier. Und dann wäre das hier vorne. Hier fürs Einfädeln machen wir das auch neu. Wo fädelt's? Nach der Brücke fädelt's. Das heißt, das hier ist obsolet. Das geht stiften hier. Und dann haben wir hier hinten dafür eins. Das passt in die Richtung. Hätten wir es hier auf der Brücke. Und dann haben wir hier vorne welche. Das ist auch ein bisschen zu nah, finde ich. Das gefällt mir so nicht. Nehmen wir auch nochmal weg. Jawohl, hat geklappt. Ne, hat nicht geklappt. Steht noch dort. Unberührt, sag mal. Hier noch das Ganze. Dann haben wir den nächsten Block da vorne. Das ist okay. Gut, dann können wir da auf Play gehen. Jetzt ist natürlich ein bisschen das Problem, wir müssen hier auch wieder rauskommen. Hier vorne. Weil wir wollen, wenn ich mich nicht täusche, richtig in die Richtung. Da könnten wir hier unter der Straße durch. Und haben dann hier allen Ernstes ein Gleis. Allerdings hier kommen wir mit einer Brücke, glaube ich, sogar noch rüber. Aber den Zug, den nehmen wir jetzt noch schnell mit. Hältst du gerade an? Der hält gerade an. Okay, aber ist trotzdem ein schöner Zug, wie ich finde. Passt soweit. Ja, jetzt müssen wir hier halt den Kringel machen. Es geht nicht anders. Hier aus dem Damm rauskommen wir, glaube ich, sogar ohne, dass wir da irgendein Geländerproblem haben. Werden wir gleich rausfinden. Wenn ich das so mache. Ja, funktioniert soweit. Ist das so okay? Ja, und dann nach da hinten. Oder hier rüber. Hier hätten wir einen Tunnel. Hier kommen wir natürlich mit dem Gleis auch rüber. Ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, wollen wir dort... Wollen wir hier unten durch und dann gucken, ob wir hier eine Brücke haben. Ob das für eine Brücke reicht. Wir können es ja mal schnell testen. Bevor wir das andere machen, wenn ich hier ein Gleis nehme, hier unten durch und hier rüber. Die Frage wäre, ja eben, ob das hier für eine Brücke reicht. Mit M. Wenn ich es nochmal ein bisschen ziehe. Ne, geht nicht. Da berühren nur die Gleise trotzdem. Dann wäre wahrscheinlich die beste Option tatsächlich hier durch. Und dann hier irgendwie rüber. Hier kriegen wir eine Brücke hin. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Dann können wir dort in die Gleise rein. Vielleicht müssen wir dort auch noch ein Depot killen. Habe ich jetzt hier hinten die Gebäude, habe ich nicht mehr hingestellt. Nee, aber wir haben halt auch, ja doch ein bisschen Platz haben wir noch. Lass uns schnell gucken. Wir können hier natürlich auch andere Gebäude hinstellen. Das müssen ja nicht zwingend die sein, die wir hatten. Das ist, glaube ich, zu groß. Ja, das ist ein Riesenteil. Stellwerke und Häuser machen jetzt in dem Sinn keinen Sinn. Ja, wenn ich noch wüsste, wo die waren. Vielleicht irgendwie sowas? Ja, einfach damit wir hier noch ein bisschen was haben. Nee, zu groß. Oder... Wenn ich dich drehe, hier hin. Ja, oder hier ans Gleis ran. Wir machen hier so ein Teil. Batz. Ja, 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 da haben wir ja nur die großen. Da haben wir irgendwo noch was kuschelig Kleines hier. Einmal so. Und das Ganze dann vielleicht noch bemalen sogar. Und jetzt da hinten noch was. Ja, sowas Kleines, Längliches. Das ist okay. Schön drehen, damit das irgendwie ein bisschen... Wenn es ein bisschen parallel ist... Sag mal, schön drehen ist hier echt manchmal gar nicht so einfach. So, hier diese, ja, was sind das? Hallen, Gebäude halt. Sag einmal so. Dann würde ich hier gerne bemalen. Während da, guck mal, wie schön die Züge hier überall fahren.
Machen wir mal Asphalt. Das hier. Einmal zurück. So, kurze Unterbrechung. Entschuldigung. Jemand hat mal geschrieben in die Kommentare, Heisi braucht dringend so eine rote Leuchte. Mhm, das wäre eine Idee. Achtung, Aufnahme. Wo sind wir stehen geblieben? Beim Malen. Ich glaube, Asphalt hatte ich schon rausgesucht. Da muss ich kurz Escape drücken. Dann schnappen wir uns nochmal Asphalt. Und machen das mal hier ein bisschen asphaltiger, dass das nicht so grün ist. Autosave, das macht nichts. Ja, jetzt ist es wieder weg, aber das kommt gleich wieder, sobald Kollege Autosave flöten ist, beziehungsweise gesaved hat. Na? Ja. Das ist mal aber zu wenig. Können wir hier das ein bisschen dichter haben? Dankeschön. Weil da machen wir jetzt auch keine große Übung draus. Sondern das soll hier einfach ein bisschen so sein, dass das auch ein bisschen aussieht, als wäre das hier tatsächlich, ja, eine Fabrik, ein Fabrikgelände. So, hier unten das gleiche auch noch. Und dann haben wir natürlich schön was zu tun, das Ganze konzipieren, das Ganze abschließen. Hier würde ich gerne eine Grenze haben, dahingehend, dass wir hier einen Baum haben. Damit kann man immer schön sozusagen die Texturen ein bisschen kaschieren. Ist das okay, wenn wir hier den machen? Ja, dann ist zu. Hier ist auch zu. Hier geht es noch runter. Hier geht noch ein Dingens dahin. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. So, schön herbstlich. Irgendwann kommt natürlich der Schnee. In der Realität ist er eh schon unterwegs. Zumindest bei vielen von euch, habe ich im Stream gehört. So, einmal so, dann hier noch ein bisschen. Und wenn wir doch gerade dran sind, machen wir hier noch zu. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Gefällt mir besser wie dieses Grün, was wir hier haben tatsächlich. Wenn hier auch noch ein paar Bäumchen stehen. Am Schluss bin ich irgendwie wahrscheinlich in Heisenberg City. Und pflanze dort noch ein paar Bäumchen. Nein, jetzt im Groben haben wir es. Das ist doch in Ordnung so. So sieht halt dann gleich bewaldeter aus. Das ist auch irgendwie logisch, wenn man Bäume setzt. Ist klar. Gut, also jetzt haben wir das Gleis. Wir düsen hier rüber. Dann haben wir hier bereits... Ne, haben wir noch nicht. Wir haben die Ausfahrt noch nicht gemacht. Wir haben sie konzipiert sozusagen. Dann machen wir sie. Wie gesagt, das müsste doch gehen. Ne, guck mal, hier hängt tatsächlich was drin. Wie deppert ist das? Wie deppert ist das denn jetzt wieder? Gibt's doch nicht. Okay, dann müssen wir es anders machen. Dann gehen wir halt hier raus. Mit einem schönen Bogen. Oder wir machen es sogar mit einer Brücke. Dass wir hier rausgehen, einen Kringel und eine Brücke rüber. Weil es wurde mal geschrieben, ich wollte doch diese Ausfädelungen anders gestalten. Da habt ihr recht. Also nicht alle natürlich, aber ein Teil davon. Dass wir hier tatsächlich auf eine Brücke gehen. Hier rüber schwingen. Ja, finde ich cooler. Gefällt mir tatsächlich besser. Irgendwie mit einer schönen Brücke. Das muss nicht mal eine Güterzugbrücke sein, sondern irgendwie sowas in der Richtung. Ja, da haben wir keinen Pfeiler. Könnten wir natürlich sozusagen manuell setzen. Würde gehen. Ja, es hat schon eine Chefbrücke. Reicht das hier? Ja, das geht mit der Oberleitung. Dann machen wir das auch. So, einmal zurückschwingen und dann würden wir gerne wieder zurück auf die Erde, wenn es irgendwie geht. Wäre dann so. Hier vielleicht, wisst ihr was, hier machen wir doch noch einen fröhlichen Damen hin. Ja, jetzt kommt der wieder mit seinen Dämmen. Aber ich finde die Dämme halt schon cool. Das ist aber ein bisschen zu wenig. Da müssen wir sozusagen früher ansetzen. Oder wir schütten auf. Kommt, wir schütten auf. Aufschütten ist doch eigentlich auch immer schön. Machen das so. Ja, dann geht das so hier ins Gelände. Ich werde das gleich noch ein bisschen bearbeiten hier. Dass das nicht so, wie soll ich sagen, offensichtlich ist. Gut, also in die Richtung. Hier haben wir gesagt, hier lang. Dass wir hier beim Tunnel sind. Das ist soweit in Ordnung. Und hier gehen wir einfach normal raus. Nämlich so. Und machen dann den Schwung sozusagen mit. Wäre dann plus minus so. Kann ich hier schwingen? Ich schwinge mal da rein. Da ist die Krümmung zu groß. Gut, dann schwingen ein bisschen weniger aggressiv. Das muss doch gehen, dass ich hier irgendwie reinkomme. Moment, also nicht rein, sondern ran. Ja, nee. Trotzdem bauen würde gehen, finde ich aber tatsächlich nicht wirklich gut. Vielleicht ein bisschen kürzer machen das Ganze. Oder ein bisschen weiter hinten anfangen. Wobei, Moment, jetzt muss ich überlegen, der Zug kommt ja von da. Ne, von wo kommt er? Doch, das stimmt schon. Er muss ja dann in die Richtung weiter. Ne, ne, das ist schon richtig. Mal das ein bisschen kürzer machen. Und dann hier schnappen. Ja, doch, das geht. Das müsste gehen. Das sollte eigentlich tatsächlich funktionieren. Ich kann es ja nochmal von hier her versuchen. Ja, dann haben wir wieder das Problem. Gut, dann müssen wir es halt wirklich kürzer machen. Irgendwie so. Oder sonst machen wir hier einen Tunnel. Das hat doch auch was. Da sind wir aber auf der falschen Seite. Das ist natürlich auch irgendwie Käse. Ah, so kriegen wir es hin. Okay, dann bauen wir das doch so. Jetzt muss ich aber noch gucken, ob das die richtige Seite ist tatsächlich. Sag mal, gibt's das? Ja, schon wieder. Also ich bezweifle langsam, dass eine rote Leuchtelampe da was bringt, von wegen Achtung Aufnahme.
Sag mal, jetzt hatte ich es doch gerade. Jetzt geht's nicht mehr. Das ist ja auch fies. Das hat doch gerade geklappt. Ich konnte es doch gerade zusammenhängen. Ne, das ist wieder die Krümmung zu groß. Okay, ich muss das nochmal wegnehmen. So, wenn jetzt nochmal jemand stört, dann, ich weiß auch nicht. Dann habt ihr den ersten Menschen, der beim Transportfieber 2 Spielen Amok läuft. Nein, so schlimm ist noch nicht. Achso, ich wollte ja noch prüfen, ob das überhaupt richtig ist. Wir sind hier im linken Gleis drin. Machen dann den hier und kommen dann hier ins linke Gleis rein. Doch, das müsste sogar passen. Ist ein bisschen eine Abkürzung. Das ist doch okay. Gut, ist eine spezielle Ausfädelung, ist klar. Aber schön hier mit dem Zug tatsächlich. Ist nochmal eine weitere Brücke, finde ich cool. Jetzt habe ich aber gesagt, ich möchte das hier noch ein bisschen entschärfen. Das machen wir auch. Dass das irgendwie nicht so, wie soll ich sagen, hugelig ist in dem Sinne. Mal gucken, ob das geht. Ne, falsch. Den hier bräuchte ich. Jawohl, das war hier im Prinzip genauso. Naja, genau das wollte ich. Dass das hier hinten auch noch ein bisschen rauf geht. So, so sieht es nämlich nicht so aus, als wäre das einfach ein Hügel, sondern das ist eine Erhebung. Das ist ein gewaltiger Unterschied, finde ich. Ja, das gefällt mir. Ich finde das auch farblich okay, das können wir so lassen. Gut, also dann haben wir hier eine spezielle Ein- und Ausfädelung, sozusagen. Ich finde die okay. Allora, jetzt wird es hier hinten nicht tricky, aber spannend, wie wir das machen wollen. Einmal hier übers Tunnel rüber. Echt jetzt? Da geht er irgendwie ins Dingens rein. Nein, nicht so. Mit M geht auch nicht. Eieiei, ein Tunnel unterm Tunnel. Dass wir hier im Prinzip den hier machen. Mal gucken, ob das geht. Das würde gehen. Da kämen wir hier auch unter diesen Gleisen durch. Die Frage ist, ob wir das wollen. Ja, anders wird es nicht funktionieren. Hier hinten haben wir das Problem, dass wir da nicht auf die Brücke raufkommen. Also das haben wir ja gesehen. Ja, komm, machen wir den hier. Dazu ein schönes Portal. Hier was Windschnittiges würde ich mal machen. Kann ich hier noch ein bisschen rauf? Das können wir natürlich tatsächlich gucken. Nö, lass mal. Runter. Da kommen wir da wieder raus. Das ist natürlich Käse. Da müssen wir weiter unten bleiben. Ja, wenn er nicht gestorben ist, klickt er heute noch. Ne, jetzt hat es geklappt. So, einmal den hier. Höhe. Geht nicht mit M. Jetzt kommen wir hier tatsächlich übers Gleis rüber. Ist es zu fassen? Dann müssen wir tatsächlich hier unten bleiben, würde ich vorschlagen. Das geht auch nicht. Na Halleluja. Wenn ich den hier mache, das würde gehen. Ans Gleisrand komme ich. Weil wir wollen natürlich nicht auf die Seite. Oder hätten wir hier noch ein Gleis frei? Moment, das können wir auch schnell prüfen. Machen wir nochmal weg. Dann hier die Linien. Nee, hier ist tatsächlich besetzt. Hier wäre frei. Na gut, wir können hier natürlich ins Gleis rein und hier wieder raus. Wäre auch eine Möglichkeit. Die Frage ist, wollen wir das? Weil hier steht eh schon ein Zug. Da tun wir uns keinen Gefallen. Wir kommen hier aber auch nicht am Depot vorbei. Also von daher dann das Depot wieder kappen, finde ich auch schade. Ja komm, dann machen wir das so, dass wir ins Gleis reingehen. Wo sind wir stehen geblieben? Hier hinten. Machen wir es genauso, wie das vorher funktioniert hat, nämlich so. Vielleicht hier sogar dann in den eingleisigen Bereich reingehen, dass wir das gar nicht zweigleisig machen. Ist es das rechte Gleis hier, das ich mitgenommen habe? Ist natürlich genau das linke. Ja, ich mach mal... Doch, wir machen es zweigleisig. Oder auch nicht. Aha. Oh, hier hat es aber auch... Nee, hat es nicht. Wollte gerade sagen, jetzt das Tunnel gekrümmt? Nee, hat es nicht. Und wir sind auch nicht auf der Straße. Das heißt, wir kreuzen hier nicht. Gut, wir sind unter der Straße. Das ist, was wir wollten. Aber dann machen wir es so und machen vorne. Dann haben wir hier noch die 70 km/h. Wir machen hier eine Weiche. Und dann machen wir das hier tatsächlich eingleisig. Das reicht dicke. Ist ja Bahnhofsbereich. Und hier geht es halt ins Gleis rein. Ist das so okay oder gibt es eine komische Weiche? Nee, das ist komplett okay. Hier mal den noch. Und hier vorne geht es halt raus. Ja, es ist wieder ein Einfädeln, ein Ausfädeln, ist klar. Aber ich würde behaupten, es geht fast nicht anders. Wir machen es mal so. Komme ich hier noch dran vorbei? Nee, das geht dann auch nicht. Dann bleibt das hier auch eingleisig. Dann machen wir das hier so, dass das hier so angeschlossen ist. Sehr gut, dann kommen wir hier rein. Aber jetzt sind wir natürlich erst hier. Wisst ihr, was wir jetzt noch müssen? Wir müssen hier noch in die Gleise rein. Die führen uns dann nach Oberböser. Weil hier müsste der Zug drin sein, der nach Graz fährt. Das können wir schnell prüfen. Ja, Grazmaschinen hier. Da müssen wir in das Gleis rein. Aber das ist sicher keine große Übung. Ja, die Frage ist halt... ich habe es fast befürchtet. Ja, hier kämen wir noch dran vorbei. Wenn wir den Zug in das Gleis reinschicken, dann kommen wir hier hinten bei dem Gleis raus. Dann können wir dieses Portal erhalten. Das fände ich jetzt so unwichtig auch nicht.
Machen wir hier den Bogen. Düsen hier zurück. Moment, mit einem separaten Tunnel da vorne rein. Ja, und dann gliedern wir uns dort ein. Das würde ich sagen, machen wir auch. Eingleisig. Ein Portal. Passt das so? Nee, das sieht komisch aus. Irgendwie ist das auch ein bisschen fast zu nah dran, oder nicht? Wenn hier ein Zug durchfährt, das geht so nicht. Moment, das müssen wir nochmal kappen. Jetzt bin ich doch kurz davor. Dass ich hier dieses Portal kappe. Das ist mir zu knapp. Das gefällt mir nicht. Wir brauchen hier was anderes. Okay, ich mache schnell Pause, weil sonst kriegen die Züge wieder eine Krise. Das ist ganz klar. So, einmal weg. Das muss ich auch weg haben, sonst kann ich das Portal nicht ändern. Während hier irgendwelche Formel-1-Fahrzeuge durch die Gegend fahren draußen. So, aber solange mich keiner stört, bin ich zufrieden. Dann ist mir egal, wenn hier Formel-1-Rennen stattfinden. So, machen wir mal das. Ja, müsste doch passen. Kann ich hier meinen Haken haben? Dankeschön. Dann den hier. Ja, haben wir wieder den Gelle-Effekt. Halleluja, ich habe es doch nochmal geschafft. Wunderbar. So, machen wir es nochmal. In dieses Gleis rein. Dann haben wir das Portal dort richtig. So, jetzt müsste der Gelle-Effekt behoben sein. Jawohl, einmal den und einmal zack diesen. Dann haben wir das soweit. Dann passt das. Dann kommen wir doch hier auch... Was ist denn das jetzt hier für ein Portal? Jetzt hat das tatsächlich wieder nicht gegriffen. Muss ich tatsächlich nochmal machen. Sagen Sie mal. Aber wir haben ja Geduld. Ist ein schönes Spiel. Da kann man auch mal Geduld haben. Das ist doch das richtige Portal. Warum wird das denn, wenn ich das jetzt verbinde? Ne, jetzt passt. Ich wollte gerade sagen, warum wird das zum Standardportal? Dann kommen wir hier nämlich gerade raus. Und machen hier auch das Teil, würde ich sagen. Ist das das gleiche, wenn ich das jetzt noch wüsste? Das wär's. Das sieht eigentlich nett aus. Das hätte ich gerne. Moment. Das Dach sieht anders aus. Das macht aber nichts. Also aufs Dach nehmen wir jetzt keine Rücksicht. Wir gehen hier mal raus. Oh lala. In den Bahnhof rein. Ja. Machen wir. Finde ich sehr cool. Das sieht doch ganz nett aus. Das gefällt mir tatsächlich. Jetzt wäre es fast noch cool, wenn wir hier das gleiche hätten. Ich weiß nicht, ob das geht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir dort ans Gleis rankommen. Na hier schwungvoll diesen hier machen. Dann funktioniert's. Dann haben wir dort die Ausfahrt. Dann ist das okay. Nehmt das zweite Gleis mit. Bis hierhin. Dann gibt es hier auch so ein Portal. Finde ich okay. So ein Galerieding. Und jetzt hier rein. Wäre so. Dann haben wir hier ein relativ großes Kreuz. Ja, wobei das sind nur Züge, die in den Bahnhof reindüsen. Also das können wir so machen, denke ich mal. Mach mal. Zack, den hier und dann diesen hier noch hier rein. Und dann passt das soweit. Ja, das ist ein ordentliches Einfährtchen, würde ich sagen. Gut, lassen wir laufen den ganzen Spaß. Gucken uns mal den Zug noch an. Hier haben wir tatsächlich das verwitterte Gleis, wie man sieht. Sehr schön. Gut, also dann wären wir hier drin. Das würde uns dann, das müssen wir gar nicht kontrollieren, das bringt uns nach Graz rauf, weil das ist die Strecke, die wir gestern gemacht haben. Hier Hackermoos, bla bla. Jetzt müssen wir aber hier in Graz gucken. Wir wollen hier nicht in den Bahnhof rein, weil das ist ein Kopfbahnhof. Das bringt uns gar nichts. Da kommen wir hinten nicht mehr raus. Das würde heißen, wir müssen hier irgendwie was nutzen. Ja, weiß auch nicht. Hier in den Personenverkehr rein sozusagen. Dass wir das hier via diese Brücke machen wahrscheinlich am ehesten. Ich warte mal schnell den Zug ab. Und dann möchte ich aber gucken... Ja, je eine Linie ist ja drauf. Also die verkraften nochmal einen Güterzug, denke ich. Und hier hinten dann in die Gleise rein. Und das führt uns hier, das führt uns dann nach Oberböser rein. Das ist okay. Jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, wie kommen wir in diese Gleise rein? Von wo kommen wir denn? Von da hinten? Sind wir da nicht eh schon drin? Ne, wir kommen nicht von Hackermoos aus. Oder wo sind wir jetzt lang gefahren? Moment, ich muss nochmal die Grazer Linie haben. Grazmaschinen war's. Dankeschön. Wo haben wir die denn? Ach, hier unten. Hier ist sie. Genau, durch diesen Bahnhof durch. Also das können wir natürlich beibehalten. Hier ist, glaube ich, eh gerade ein Zug unterwegs. Dann geht das hier oben lang. Und dann müssten wir von hier hin. Der macht ja den Kringel hier runter und dann fährt er hier in den Güterbahnhof rein. Wir könnten natürlich hier am Güterbahnhof vorbei. Dass wir hier irgendwie ausfädeln und dann den hier... Und dann irgendwie um den Bahnhof rum, hier oben, da rein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da müssen wir hier nicht durch den Hochbahnhof durch mit dem Güterzug. Wobei,
Könnten wir. Ist ja auch nicht verboten. Dann müssten wir aber hier in die Brücke reinkommen. Und hier haben wir natürlich wieder das Problem. Ja, ja, das wahrscheinlich auch schon. Logisch. Wie sollen wir hier allen Ernstes reinkommen, ohne dass wir da ein Geländerproblem haben? Werden wir so nicht wuppen können. Früher raus. Hier ausfädeln. Auf eine Brücke rauf. Dann haben wir wieder eine Todesbrücke hier übers Tal rüber. Da bin ich auch nicht so begeistert. Allerdings würde uns das dann halt hier in die Brücke reinführen. Aber eben. Ich kann es ja mal testen. Aber ich komme hier nicht raus. Das sehe ich jetzt schon. Also ich komme natürlich raus, aber... Ja, guck mal, da haben wir tatsächlich ein Killerproblem. Das geht so nicht. Also die Brücke ist sozusagen gefeit davor, dass wir hier irgendwas machen, um in die Gleise reinzukommen. Und die Brücke ist halt ewig. Die fängt hier an und hört da hinten auf. Dann würde ich hier unten durch und um den Bahnhof rum. Nur eben, wie? Wie machen wir das? Hier komme ich nicht mehr raus. Das ist klar ersichtlich. Hier vorne haben wir auch keinen Platz. Hier kriege ich die Kurve auch nicht hin. Da komme ich auch nicht lang. Das heißt, wir müssen früher raus. Hier oben zum Beispiel. Wenn wir hier eine Ausfädelung machen und dann hier mit einer Brücke rüber. Ich würde das tatsächlich so machen, dass das hier halt viergleisig wird. Da ist dann wieder die Frage, ob das mit dem Portal funktioniert. Wenn wir hier gucken. Ja, das ist schade ums Portal. Da müssen wir das mit einem Abstand machen. Oder noch früher. Wo wäre denn hier noch früher? Wenn ich hier die Linie mal schnell nehme. Hier oben, das ist alles Tunnel. Hier. Hier, hier kämen wir auch raus. Das würde auch gehen. Aber dann haben wir halt eine dermaßen krasse Höhe. Da kommen wir niemals runter. Das wird nicht funktionieren. Eine Bergstrecke hier runterkringeln und dann hier unten durch. Das wäre eine Möglichkeit. Sollen wir es mal versuchen oder soll ich... Mir gefällt es halt von hier aus dann doch besser. Das muss ich schon gestehen. Hier raus. Vielleicht auf die linke Seite. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass wir hier gar nicht in die Richtung gehen, sondern so. Ich baue es mal. Ich baue es mal und gucke, ob das was wird. Ja, wieso? Vielleicht mit Höhe? Mit Höhe kommen wir hier rüber. Das würde eigentlich passen. Da können wir nochmal ein bisschen runter. Ich nehme mal eine Brücke. Das ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir das so machen. Keine Angst. Okay. Ja, das hat aber schon einen gewissen Reiz. Hier so eine Steinbrücke, das ist dann im Prinzip die alte Strecke, die hier lang führt. Ich mache das mal. Und da ist natürlich jetzt auch ein bisschen die Frage, ob wir das nicht vielleicht sogar eingleisig lassen. Hier übers Depot rüber. Jetzt müssen wir hier aber ordentlich runter. Oh, ob das jetzt geht, ist dann auch wieder. Oh. Da komme ich nicht weiter runter. Da müssen wir in eine Kurve rein. Irgendwie so und Höhe abbauen. Das haben wir. Und dann da hinten irgendwie. Oder in die Richtung. Da kann ich die Höhe nicht abbauen. Hier ist ein Straßengeklüngel. Nee, das geht nicht. Ja, dann machen wir das in die Richtung. Vielleicht sogar ein bisschen andocken. Nee, wenn ich andocke, kann ich natürlich die Höhe nicht verändern. Oh, das ist auch charmant. Allerdings, man sieht, das geht nicht, weil da ist die Brücke zu wenig hoch. Aber das müsste doch jetzt passen, wenn wir den hier machen. Wir kommen sogar in einen Tunnel rein, das möchte ich dann doch nicht. Haben wir jetzt hier allen Ernstes einen Tunnel? Tatsächlich ein kleines Tunnel haben wir. Gut, dann lassen wir das. Und machen hier nochmal ein schönes Portal hin, nämlich das. Zack. Dann haben wir hier die Ausfahrt mit der Steinbrücke. Wie gesagt, würde ich, glaube ich, tatsächlich jetzt eingleisig lassen, diesen Bereich. Es muss nicht immer alles zweigleisig sein. Müssen wir aber den hier noch schnell aktivieren. Moment, wenn der Zug weg ist, weil sonst kommen wir dann nicht ins richtige Gleis rein, wenn das eingleisig ist. So, aber das gibt eine schöne Strecke. Das ist natürlich zum Mitfahren dann relativ nett. Ich würde ab hier dann vielleicht sogar wieder zweigleisig haben, das Ganze. Wo wollten wir denn hin? Jetzt ist hier noch eine Lebensmittelfabrik im Weg. Irgendwie hier hinten im Rücken und dann da vorne rein. Das wäre plus minus etwa die Idee. Da könnten wir hier eigentlich wieder aufschütten und hier vorne in eine Brücke reingehen. Würde ich mal so machen. Hier nochmal, vielleicht sogar nochmal die Steinbrücke. Ja, ist doch cool. Das limitiert uns auch nicht vom Tempo. Steinbrücke over the... Dingens, over the Wald. Over the Forest. Ja... Ja, komm, wir machen so und düsen hier rüber. Halt, ich wollte aber doch, die Steinbrücke ist okay. Wir machen hier keinen Damm. Wir machen hier unsere schöne Steinbrücke und gehen hier wieder auf die Erde zurück. Und jetzt können wir ja gucken, wenn wir hier nochmal schnell schütten. Ne, geht natürlich nicht, wenn ich da die Straße kreuze. Das funktioniert dann doch nicht. Aber so funktioniert. Gefällt mir. Wir sind hier ein bisschen im alpinen Bereich. Da finde ich solche Brücken tatsächlich relativ nett. So, dann irgendwie so hier lang.
Und jetzt würde ich sagen, gucken wir, ob wir hier unter der Erde durchgehen oder hier vielleicht sogar ans Gleis ran und dann hier rein. Wäre wahrscheinlich am naheliegendsten, dass wir hier ein Reinfädelding machen und dann hier irgendwie, ja, hier hinten reingehen. Gut, aber ich würde vorschlagen, das machen wir dann morgen. Ich habe natürlich wieder keinen Überblick mehr, wie lang die Folge dauert. Ich hoffe, sie ist okay lang, weil da zwei Unterbrechungen waren. Ich werde künftig einen Stuhl vor die Tür stellen. Dann merken sie, hier ist belegt, hier wird aufgenommen. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann wird hier die Strecke fertig gebaut nach Oberbösa für unsere Maschine. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.